Hallo liebe Freunde und ab geht's, wir spielen mal was ganz Neues, mal was anderes, wir spielen ein Rennspiel. Und wie ihr seht, ist es Need for Speed Pro Street schon etwas älter. Aber ich find's einfach geil, ja. Möchtest du wirklich eine neue Karriere stellen? Ja, danke, dass Need for Speed bla bla bla, okay, Reparatur und ein Totalschadengutschein. Okay. Speedracer nach Chicago, der nur einmal im Jahr sucht Battle Machine hier nach den besten Fahrern. Yeah. Wer heute gewinnt, ist bei den wirklich großen Battle Machine Rennen dabei. Wenn du auf Street Racing stehst, dann kannst du bei Battle Machine zeigen, dass du es mit den Besten aufnehmen kannst. Hey, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwann einer von den Fahrern hier der nächste Street King, versteht ihr? Okay, dann starten wir mal durch, Leute. Auf geht's! So, ich überspringe das mal kurz. Ich muss das mal kurz überspringen wegen der Musik. Ihr wisst ja, GEMA und so. Wer der beste Fahrer der Welt? Jede Organisation hat bestimmte Anforderungen, die du erfüllen musst, um am Showdown teilnehmen zu können. Du kannst entweder nur diese... Okay, okay, dann mal okay. Los. Da ist Cooper. Auch die anderen sind bereit. Die Party kann losgehen, alles klar. Halt! Die Effektlautstärke ist noch ganz schön hoch. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen was hören. Der kann auch ein bisschen leiser. So. Back to the Woods und weiter. So, und ab geht's. Erste Kurve. Nitro! Boah, leichter Schaden. Ab geht die Luzi. Ah. Fick die Hände, das war knapp. Ja, wir sind Ryan Cooper. Irgendein Rennvogel, der meint, er ist der Held auf der Straße. Und ihr seht ja, ich gehe voll ab. Ich habe ein bisschen Vorsprung. Ich glaube, ich muss den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Das ist ein bisschen zu einfach, Leute. Also, wir sind immer noch in Runde 2, Leute. Ein paar von den Fahrern sind wirklich stark unterwegs. Da wird es garantiert noch einige Attacken geben. Also jetzt nicht abbrechen. Ja, wenn sie jetzt einer über die Grafik aufgeht, Leute, ihr wisst, wie alt das Spiel ist. Aber ich find's halt geil. Yeah. Ich würde euch auch gerne die geile Musik präsentieren, die hier läuft, aber ihr wisst ja. Die GEMA ist da ja nicht so begeistert von, wenn ich hier jetzt richtig geile Musik am Spiel bin. Ich könnte mich jetzt sogar umdrehen und rückwärts ins Ziel kommen. Ich würde Erster werden, ganz ehrlich. Yeah, boy. Eingepackt wie ein Gott. Ryan Cooper holt sich den Sieg. Das ist ja wohl ein Applaus wert. Leo, Mann, komm schon. Das war Hammer, oder? Ach ja, weißt du, okay, der Typ hat gewonnen. Aber irgendwie kann der gar nichts. Das tut mir körperlich weh, den Typen fahren zu sehen. Verstehst du? Da kriege ich Kopfschmerzen. Keine Ahnung, wie der das geschafft hat. Ach so. Na gut, danke für deine Hilfe, Rio. War echt cool. Wow, Leute, cool. Yeah.
Battle Machine. Willkommen im Battle Machine. Du hast deine erste Rennorganisation freigeschaltet. Gewinnst und dominierst du genügend Renntage, erhältst du weitere Einladungen. Wenn du anfangen willst, wähle das Battle Machine Logo und nimm an dem Renntag teil. So, erstmal gehe ich in meiner Garage. Wenn du ein Auto aufbaust, kannst du nicht einfach einen Allrounder zusammenschrauben und erwarten, dass du damit gewinnst. Die anderen Jungs bauen für jeden Renntyp spezielle Autos auf und das solltest du auch tun. Wenn du zu den Renntagen dieselben Autos mitbringen willst, wäre es nicht schlecht, verschiedene Setups vorzubereiten, die auf die unterschiedlichen Strecken abgestimmt sind. Manche der Jungs fahren mit Teilen, die gibt's normal gar nicht zu kaufen. Aber keine Panik, wenn du irgendwann gut genug bist, weinen dich die Shops vielleicht in ihre... Ja komm, quatsch mir nicht voll, Alter. Alle Wagen, ich habe diese komische schwule Homo-Kiste hier. Gefällt mir gar nicht. Zurücksetzen. Blaupause anpassen. So, Tuning. Das lassen wir erstmal. Special Upgrade. Motor. 12 Scheine, habt ihr gesehen? Optik, Vinyls. Haben wir schon ein paar Vinyls, teammäßig. Hier gibt es ein paar Teams. One Inch und Advance. Ja, es flashen alles nicht, die ganzen Team-Dinger. Grafiken, zweifarbig. Form. Muscle. Import-Scheiße. 8-Bit, Zeichen. Ich meine, eigentlich stehen wir auf Muscle-Cast, aber ich kann ja jetzt nicht so dick die Muskeln hinballern. Ja, jetzt haben wir nur diese Blaupause. Ist okay. Aber ich will mal gucken. Ich muss ja auch irgendwo Wagen kaufen können, oder? Achso, die sind die. Alles klar. Wagen verkaufen, auswählen, Modus ändern. Wagen. Autohändler. Ah, da ist er doch. Alles klar. Das sind die Wagen, die es hier gibt. Die muss ich erst alle freischalten. Ist das abartig. Ich sage euch schon eins. Das ist meiner. Ja. Damit werde ich die alle abziehen beim Drag-Rennen, wenn ich ihn habe. Wenn der nicht reicht, nehme ich den. Und die Kiste ist eh für den Arsch. Auch wenn die toll aussieht. So. Gehen wir wieder auf unsere Karrierekarte. Gehen wir nochmal in die Garage. Gucken nochmal unser Auto an. Passen uns erstmal das Auto an. Ich meine, es geht gar nicht. Ja. Karosserie. Felgen. Alle Felgen. Was kostet der Spaß? Ah, es geht auch. 5 Ziegen will ich nicht. AD ja auch nicht. American Racing ist zu schwer. BBS hat jeder. Enkai-Felgen will ich. Na, ah, kann ich auch noch übelst groß machen. Oder schön reinsetzen, raussetzen. Oder schön die Reifen ein bisschen flacher machen. Aber. Was Zone 4? Ah, die Reifen schön breiter machen ist Quatsch. Zone 5 ist, ihr seht's ja selber. Ich meine, ich will die Falgen noch einen Hubs größer machen. So auf 25 sollte reichen. Die Hinterräder natürlich auch. Und die setze ich sogar noch ein bisschen rein, volle Sau. So. Karosserie-Kit. Für 4 Scheine. Sieht nice aus, aber das lohnt sich noch nicht für die Kiste. Wir gehen jetzt erstmal optisch rein, klatschen mal einen geilen Lack drauf. Candy, Hochglanz, Metallic-Lack. Ah, den machen wir abartig grün, machen wir den. Damit das ja mal anders aussieht als alle anderen. Vinyls. So, Teams. Gibt's ja auch geile Team-Dinger. Wollen wir mal reingucken. Hier bei 28. Muss ich extrem die Zahlen hier merken, weil es wird nicht aufgelistet. Later Fire. Grip Enemy.
Noise Bomb. Noise Bomb. Race Queen. Ne, das passt nicht. SP. Throttle Body. Tough Blast. Was gibt's hier noch so Schönes? Ja, komm. Ist alles von Arsch, ganz ehrlich. So, Grafiken. Zweifarbig. Was haben wir denn da Schönes? Machen wir den unten schön eine andere Farbe rein. Ja, auch nice. Präsentation ist 2. Ah, nee, das ist nicht Taste 2. So, wir haben noch ein bisschen Geld. Deckals. Zahlen. Ja, wir brauchen keine Zahlen. Hersteller auf Klebernessern. Nachrüstpaket. Bisschen Werbung machen. Apex. Da sehen wir, wo wir es raufklatschen. Schön auf der Motorhaube, was schön ist. Enkai will ich haben. Schöne Enkai-Fällen. Haben wir ja drauf. C. Immer noch. Immer noch. Alter. D. Endless. Enyukurama. Enkai. Genau. Den setzen wir schön drauf. Kann auch schön die Farbe ändern, was ich richtig nice finde. Das geht nämlich bei anderen Spielen nicht. Einfach die Werbung ändern durch Farbe. Jetzt können wir den ganzen Schnulli noch schön bewegen. Und vor allem auch die Größe ändern. Sehr nice, ja. Wem es nicht gefällt, selber schuld. So. Mehr mache ich erstmal nicht drauf. Alles Understatement. Scheibenfolie noch vielleicht. Schöne grüne. Ein bisschen leicht. Nee, Felgenfarbe noch. Die glänzt mir noch nicht genug. Ja, nicht in grün. Das wäre ja abartig. Obwohl, wir könnten sie auch blau machen. Komm, wir machen sie blau. Wir machen einfach mal eine hässliche Karre. Ist ja unser Anfangsauto. Komm, da machen wir einfach mal ein bisschen Scheiße mit. So, dann können wir noch die Karosserie verändern. Noch haben wir ein bisschen Kohle. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch... Weiß das einer? Ah, 8,5. Dann kaufen wir das doch für 4. So, das braucht nicht groß. Ja, die kommen noch schön raus, die Schwelle. Ja, Carbon. Das Carbon ist ein bisschen übertrieben, oder? Na, wir wollen die Geschwindigkeit ja irgendwo halten. Da. So, das ist die Front. Dann haben wir noch das Heckding. Hinten können wir schön einen aufziehen. Er ist schön breit und dick und bullig. Schön abartig, das ganze Ding. Die Schürze ziehen wir auch bis auf den Boden. Die Front haben wir ja schon. So, ihr habt gesehen, sogar mit Windkanal. Ist das nicht nice? So. Fahrwerk. 6,5, 4,5 haben wir noch. Können wir auch was am Antrieb machen? Nein. An den Bremsen? An den Bremsen können wir noch was machen. Schöne Bremsen. 1A, nehme ich mit. So. Blaupause aktualisieren. Das gefällt mir schon besser wie vorher. Und jetzt können wir auch zur Battle Machine gehen. Tuning ist alles. Yeah. Willkommen bei Battle Machine. Das hier ist dein erstes Challenge-Wochenende. Ich muss halt abbrechen wegen der Musik. Tut mir leid. Ich muss...